So, jetzt offiziell willkommen. Zuhören. Ja, willkommen bei der GLCI-Messe, IT-Messe. Ja, die nächsten, ich habe 10 Minuten, glaube ich, werde ich versuchen zu unterschreiten, dass man vielleicht danach nochmal Fragen stellen kann. Tatsächlich ist so, ich kann Ihnen nur einen Teaser geben, was Dalux kann. Wer mehr sehen möchte, vorne am Stand Nummer 4, können Sie gerne einen tieferen Einblick in die Plattform bekommen. Vielleicht einfach kurz was zu Dalux. Dalux gibt es seit 17 Jahren. Wir sind in 15 Ländern vertreten, haben über 270 Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt hier auf dieser Folie. 60% der Mitarbeiter sind Entwickler. Wir haben eine ganze Menge vor, auch in den nächsten Jahren, in den letzten Jahren auch schon einiges da in der Richtung gemacht, was wir auf die Straße bringen wollen an Funktionen. Dafür braucht man eine ordentliche Power. Versuchen gerade auch, Thomas, wir hatten schon mal darüber gesprochen, Alterungsprozess von Software im Grunde zu verhindern und die immer jung und frisch zu halten. Und genau das hat mittlerweile auch ja eine 500.000 unserer Nutzer begeistert. Also wir sind damit derzeit der größte PLM, also Product Lifecycle Management Anbieter in Europa. Haben das die letzten 8 Jahre durchgehalten mit 65% Wachstum, also sind relativ stolz auf das Ergebnis aktuell. Was, glaube ich, als Basis hier immer mit dabei ist, ist unsere Vision. Das heißt, das Thema BIM for Everyone, das steht wirklich im Fokus. Und darunter verstehen wir ganz klar, wir brauchen eine einfache Bedienung. Wir brauchen eine hohe Performance, minimale Hardwareanforderungen, was die Systeme angeht und die neueste Techniken, dass die eingebaut sind. Und nur dann habe ich im Grunde auch einen Spaß bei der Nutzung. Und Spaß hat nachher auch was mit Lean zu tun. Denn die Daten werden genutzt, die BIM wird genutzt, es kommt auf die Baustelle und ich habe damit auch eine Durchgängigkeit im Hintergrund. Wir haben 5 BIM-Module im Rahmen des PLM und es geht halt von der Box über die Ausschreibung nachher auf die Baustelle zu unserem Dalux Field, Handover, was die finale Datenübergabe angeht und dann zum Dalux FM, was unsere CAFM-Lösung angeht. Auch hier überall haben wir unseren BIM-Viewer. Wir haben hier ein einheitliches Layout, denn alles, was wir hier tun, kommt aus einem Büro in Kopenhagen. Das ganze Team, das ganze Entwicklerteam sitzt an einem Standort, sitzt in einem Büro, spricht dieselbe Sprache und damit können die sich halt sehr, sehr gut auch miteinander synchronisieren. Und wir haben eine volle Integration zwischen den Modulen miteinander. Auch das verstehe ich hier im Rahmen halt unter Lean, um möglichst Schnittstellenverluste so weit wie möglich auszublenden. Das Ganze geht natürlich nicht nur intern, sondern auch extern. Auch hier versuchen wir, uns sehr offen zu halten. Wir haben sehr, sehr viele Schnittstellen zu externen Systemen, Autorensysteme, auch ein ganz klassisches Microsoft-Thema wie Office 365, Teams und so weiter, Power BI, verschiedene REST-Themen. Also auch hier ist die Plattform sehr, sehr offen gestaltet und hat eben auch zum Ziel, die Daten einmalig einzugeben und nicht mehrfach hier aufgenommen zu werden. Die Basis von all dem, was wir tun, ist unser Viewer. Der ja, ist eine eigene Entwicklung. Im Augenblick rühmen wir uns noch zu sagen, er ist der schnellste weltweit, wird tatsächlich von Autodesk nicht so gern gesehen, aber ist tatsächlich etwas, was enorm viel bringt und eigentlich auch den Spaß an der Software sehr erhält. Hier sieht man einfach mal ein paar Funktionen. Alles, was ich im Grunde von so einem BIM-Viewer erwarte, das ist auch hier enthalten. Ziemlich relativ einfach, auch ein grafischer Vergleich, Pläne oder BIM-Modelle einfach mal übereinander zu legen und sehen, okay, was hat sich von einer Version zum nächsten geändert? Ich denke, das ist mittlerweile aber auch Standard, dass man sowas von einem System erwarten kann. Wir gehen darüber noch einen Schritt weiter, denn wir sind nicht immer bei Neubauprojekten mit dabei. Wir haben auch sehr viel Umbauprojekte. Also hier ist es zum Beispiel von einem Tiefbauamt. Die haben uns eingescannte Pläne geschickt, ja, und auf denen kann ich eben genauso weiterarbeiten. Das heißt, wir integrieren im Grunde Scan-Dateien in das System und kombinieren es im Grunde mit dem Modell und auch mit Punktewolken. Das heißt, die verschiedenen Quellen, die ich von überall her bekomme, versuchen wir im Browser auf einem System gleichzeitig darzustellen, um hier auch, sagen wir mal, Unterschiede relativ schnell ermitteln zu können. Das Gleiche funktioniert auch nochmal deutlich automatischer mit der Verbindung von Aufsichten und Schnitten. Auch hier braucht der Nutzer im Grunde gar nichts mehr tun, wenn ich einen Plan reinlade und im Grunde hier verschiedene Verlinkungen werden automatisch per OCR gefunden, dann kann ich damit sofort arbeiten und springe im Grunde eine Schnittzeichnung rein
Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur auf dem Desktop, sondern auch mobil. Ist allgemein auch unsere Idee, dass wir versuchen, den Desktop mit dem Mobilgerät so gut synchron wie möglich zu halten. Bedeutet also, alles das, was ich im Desktop kann, soll ich idealerweise auch mobil können, damit ich im Grunde auch die BIM-Information mit auf die Baustelle nehmen kann und dort nachher die Informationen wieder sammeln, dass sie wieder zurück zum Desktop laufen. Also da alles, was wir an Schnittstellenproblemen ausmerzen können, da wo wir die Kommunikation zwischen den Systemen erleichtern können, das ist hier exakt der Fokus. Auch hier sieht man es nochmal unten, das BIM-Modell in dem mittleren Bild. Das ist jetzt ein relativ kleines, aber wir hatten jetzt gerade mit einem Kunden 1,8 Gigabyte Modell. Das wurde auf einem sehr günstigen Android-Handy lauffähig gemacht, war flüssig, auch offline. Ich denke, das sind Themen, die nachher auch im Rahmen von Lean wichtig sind. Und die ganz rechte Bild ist im Grunde das Verbinden von Dokumenten an Objekte, das natürlich auch genauso hier offline funktioniert. Dasselbe läuft auch mit dem Redlining, das heißt Pläne, Modelle, aber wir können auch mehrseitige Dokumente sofort mit einem Redlining versehen. Das läuft natürlich nicht nur im Desktop, sondern auch in der Mobilapplikation. Was ganz spannend ist, ist das Thema 360-Grad-Bilder. Hier kommen wir gleich nochmal zu dem Thema KI mit dazu. Hier können wir halt einfach ein 360-Grad-Bild aufnehmen, setzen da einen Mangel drauf oder vergleichen den hier direkt mit dem BIM-Modell oder vergleichen zwar 360-Grad-Bilder von unterschiedlichen Tagen miteinander. Wir haben uns überlegt, das Ding muss schneller gehen, das muss besser gehen, weil immer wenn ich irgendwo ein Stativ aufbaue, das braucht zu viel Zeit. Deswegen haben wir Sidewalk entwickelt. Jetzt habe ich meinen Helm leider vergessen, aber der ist vorne bei mir am Stand. Im Grunde diesen Helm setze ich mir auf, laufe damit über die Baustelle und über KI wird automatisch der Weg erkannt. Die Eckpunkte, die der Videostream erkennt, wird automatisch auf das BIM-Modell gematcht und wir haben dort Effektivitätsraten, die liegen bei 90% Zeitgewinn. Das heißt, ich brauche nur noch 10% der Zeit, was ich hier schon erheblich finde. Das heißt, damit habe ich hier die Möglichkeit, diese Streams sofort aufzurufen. Man sieht das so ähnlich auf der rechten Seite wie Google Street View, dass ich mich von Punkt zu Punkt bewegen kann und habe natürlich auch die Möglichkeit, das klassische 360-Grad-Bild mit dem BIM-Modell zu überlagern, um zu sehen, okay, wie ist denn eigentlich hier das Delta? Auch das muss möglichst einfach funktionieren. Wir arbeiten gerade noch an Erweiterung dieser KI, dass zum Beispiel auch erkannt wird, hey, die Wand war gestern noch nicht da, ist heute da und wird dann von rot auf grün geschaltet. Auch solche Entwicklungen sind bei uns aktuell dabei. Wenn ich eben schon gesagt habe, dass wir verschiedene Medien miteinander verbinden, so ist das bei BIM, Augmented Reality, natürlich genau das Gleiche. Hier haben wir ein Kamerabild, dort legen wir das BIM-Modell über und ich kann sofort irgendein Objekt in dem BIM-Modell anwählen und kann darauf sofort ein Ticket generieren, um dann wiederum einen Prozess in Gang zu bringen. All das hat immer zum Ziel, die Sachen müssen einfach sein, sie müssen schnell umsetzbar sein, sie müssen den Informationsfluss maximal unterstützen und das gelingt uns hier an vielen Stellen sehr, sehr gut. Taktplanung ist damit natürlich dann nachher nur noch die entsprechende Erweiterung. Auch das kann ich auf dem Mobilgerät genauso abbilden und kriege natürlich dann wie bei vielen anderen Bereichen auch ein Dashboard, was mir eine Übersicht bietet, wo ich denn aktuell stehe. Ich glaube, meine Zeit ist vorbei. Ich muss mal ein bisschen auf die Uhr schauen. Aber es gibt noch deutlich mehr Sachen, die man hier im Grunde erwähnen könnte. Ich habe hier einfach mal so ein paar Teaser mitgebracht. Wenn Sie Interesse haben, kommen Sie gerne hier vorne bei mir an die Ecke und dann zeige ich Ihnen da unterschiedliche Bereiche.